Herzlich willkommen zum zweiten Part des Videos und jetzt kommen wir dazu, wie man mit dem Gerät umgeht, wenn es eingeschaltet ist und was man einstellen sollte, damit das Gerät ja am Anfang halt einstellen. Da einmal kann man suchen, was man haben will, Notizen zum Beispiel. So, hier oben Nachrichten, kann man SMS schreiben. Kalender, kann man Ereignisse und sowas eintragen. Fotos, kann man Fotos angucken, die man gemacht hat mit der Kamera. Hat keine Videokamera, finde ich sehr schade. Und die Kamera ist auch ein bisschen primitiv, also nicht gut. 2 Megapixel, nicht gerade viel. YouTube-Browser. Aktien, das nutze ich nicht. Karten, da kann man halt gucken, wie halt wie bei Google Earth halt so ein bisschen rumgucken. Da kann man jetzt das Wetter abrufen. Ziemlich kalt bei uns hier. Oh, minus 5 Grad. Naja, wird jetzt wohl gerade bei jedem so kalt sein. So, dann geht man hier auf Notizen. Da kann man halt Notizen schreiben, Einkaufszettel, irgendein Kram. iTunes, App Store, Einstellungen kommen wir gleich zu. Gucken wir uns ein bisschen genauer an. Kontakte. Ja. Ich habe kaum, weil ich habe das Gerät noch nicht lange. Und ich habe mir erst eine neue SIM, also ich habe es schon ein bisschen länger, aber ich habe mir eine neue SIM-Karte gekauft. Deswegen habe ich kaum Kontakte. Ja. Ja. Und der Apps, also Safari Browser, das ist der Internet Browser und iPod, da kann man halt Musik hören. So, dann gehen wir jetzt mal auf die Einstellungen zu. Flugmodus, da könnt ihr das WLAN deaktivieren. Wenn man jetzt fliegt, damit keine Strahlen gesendet werden. Wi-Fi, da könnt ihr dann halt über WLAN ins Internet. Der ist aktiviert. Töne, kann Klingeltöne einstellen, Helligkeit. Und da, wenn ihr die Helligkeit auf so gestellt habt, bloß nicht. Der Akku geht schneller leer, als ihr glaubt. Also, als ich das so hatte, habe ich meinen Akku manchmal beim iPod, ich glaube, 3-mal am Tag oder so aufgeladen. Das war richtig heftig. Stellt das auf ganz niedrig. Da gewöhnt man sich dann irgendwann dran. So, Hintergrundbild. Kann das Hintergrundbild auswählen. Allgemein. 5 Stunden, 22 Minuten. Steht, wie lange ihr das noch nutzen. Nee. Ach, ich weiß auch nicht, was das heißt. Bluetooth, kann da Bluetooth einschalten, um Daten zu verschicken oder jetzt über irgendwas halt zu machen. Raumtaste, könnt ihr Schnellzugriffe auswählen, habe ich jetzt iPod aktiviert. Automatische Sperre, also wenn ihr das Gerät jetzt so liegen lasst, wie schnell dann die Tastensperre angeht. So. Ja, und das sind dann halt die üblichen Einstellungen von Mails, Telefon, könnt ihr dann halt rumstellen. Naja, und das war's eigentlich schon zum Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich über ein Abo freuen und ein Like, ein gutes Feedback. Ja, bis dann. Ciao.